Nach dem letzten Feintuning der Ski ging es auch schon los für 98 junge Skisportler. Die Widmus-Strecke in Wagrain ist eine schwierige, selektive Strecke mit 27 Toren und 25 Richtungsänderungen. Ich bin total positiv überrascht, mit welcher Begeisterung sie dabei sind, weil es aber heißt, Kinder gefällt der Sport, aber Kinder wollen sich noch einmal bewegen. Aber das hat das genau widerlegt und vor allem auch die Leistungen. Das ist ja ein schwerer Hang, das ist auch wichtig, weil derzeit geht es ja nicht so gut als Skination Nummer 1 im Skisport. Darum ist es das wichtig, dass wir von Grund auf wieder aufbauen fangen und dass wir wieder zurückkehren können zu unseren alten Zeiten. Beim Rennen der Burschen an diesem Tag gab es sogar zwei Tage Schnellste. Philipp Nocker und Sebastian Hofer bewältigten die Strecke in 36,8 Sekunden. Ja, also ich freue mich schon, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass ich so gut gefahren bin. Ja, eigentlich ist es mir ganz gut gegangen. Einmal habe ich einen kleinen Fehler drin gehabt, aber es ist eigentlich alles super passt. Die Arbeit des Salzburger Landesskiverband funktioniert nur dann, wenn Eltern, Vereine, Schulen und Trainer gut zusammenarbeiten. An der Motivation der Kinder scheitert es auf keinen Fall. Die Kinder sind sehr, sehr mit großer Eifer dabei, wollen natürlich immer in die Stangen fahren, aber wir tendieren jetzt ein bisschen mehr dorthin wieder freifahren, speziell im Kinderbereich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder bewegen und dass draußen in der Natur sind und dass Skifahren gehen. Und das alles funktioniert natürlich nur mit gut präparierten Rennstrecken. Ja, ich muss sagen, da haben wir wirklich einen Top-Veranstalter gehabt mit dem Skiclub Wagrain. Das waren zwei herrliche Veranstaltungen, jeweils am Tag zwei Rennen. Ich möchte mich auch da bei Snowspace, beim Heidecker Wolfgang recht herzlich bedanken, der was wieder möglich gemacht hat, hier Rennen zu fahren. Und das sind alle Sieger in ihrer Altersklasse. Philipp Nocker und Sebastian Hofer, Jahrgang 2011, Niklas Leitner und Curtis Einer, Jahrgang 2012 und Sebastian Machainer, Jahrgang 2013, gewann beide Rennen.